1979-ben a magyar asztalitenisz válogatott Szennyámban világbajnokságot nyer. A Junior Gergely Klampár összetételű csapat Berci Zoltán vezetésével, és mi, hölgyeim és uraim, igen, 1979 óta ezt a három, pontosabban négy nevet nem tudjuk elfelejteni. A négyből pontosan a fele. A központi sportiskola kebleim, tehát kereteim belül, hétfőtől elkezdi működni. Kai schlägt auf. Ganz knapp ging dieser Ball nur an der Tischkante vorbei. 7-7. Auch der Schwede Ulf Karlsson. Solche Schläge hat er auch nicht drauf. Gestert durch sein wildes, sein kompromissloses Angriffsspiel. In der Pause vor dem nächsten Spiel von Tibor Klampa gegen Xi Saike. Kurz das Ergebnis im Mannschaftskampf der Frauen. Hier gewannen die Chinesinnen unangefochten, ohne einen einzigen Spielverlust im gesamten Turnier, den Corbillon Cup im Endspiel mit 3-0 gegen Südkorea. Dritte, die Nordkoreanerinnen vor der UdSSR und schon auf Rang 5 die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland.